Ich habe die Aufgabe erhalten, zu Ihnen zu sprechen über die aktuelle EuGH-Rechtsprechung zur Diskriminierung. Sie haben vielleicht gesehen, es ist eine große Anzahl von Seiten, die uns erwartet in meiner Präsentation. Und ich werde Sie deswegen relativ schnell durch diese Punkte hindurchführen, immer auch in der Idee, dass Sie ja einiges geschrieben vor sich haben. Ich werde also nicht alles sagen, was hier aufgeschrieben steht. Zuerst zur Einführung. Wenn wir vom Diskriminierungsrecht sprechen, dann sprechen wir auch von verschiedenen Rechtsgebieten und von verschiedenen Diskriminierungsgründen. Im EU-Sozialrecht haben wir insbesondere einen großen Teil von EU-Gesetzgebung über den Diskriminierungsgrund des Geschlechtes. Wir werden uns mit einer Richtlinie befassen, die grün hervorgehobene, wo es eben um Arbeit geht. Wir werden auch Fälle sehen, in denen es um Behinderung und Alter geht. Das handelt sich dann um eine weitere, jüngere Richtlinie. Wir werden keinen Fall haben zu Rasse und ethnischer Zugehörigkeit in der neuen Rechtsprechung. Wir streifen am Rande einen Fall über Teilzeitarbeit, ebenfalls über befristete Arbeit, nicht aber über Leiharbeit. Was wir hingegen dann wiederum haben, ist einen Fall, wo es um die Grundrechtecharta geht, wo Sie einen ganz langen Katalog von Diskriminierungsgründen sehen. Und schließlich zum Abschluss, auch das betrifft Arbeit, die Diskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit im Rahmen des Binnenmarktrechts. Alle diese Gebiete beruhen letztlich auf ähnlichen Rechtsbegriffen. Die Grundzüge sind dieselben, die Details hingegen nicht in jeder Hinsicht. Ich möchte Sie daran erinnern, dass ein Diskriminierungsfall immer unterschiedliche Aspekte umfasst. Zuerst einmal materielle Aspekte, nämlich gibt es für diesen Fall überhaupt relevantes EU-Recht? Das ist die Frage des Anwendungsbereiches. Wenn wir dazu Ja sagen, stellt sich die Frage, ob auch wirklich eine Diskriminierung vorzuliegen scheint. Wenn ja, dann kommen Sie zur Frage der Rechtfertigung. Wenn eine Rechtfertigung vorliegt, liegt rechtlich letztlich keine Diskriminierung vor. Die andere Seite ist diejenige der Rechtsdurchsetzung. Das haben wir heute Morgen auch schon angedeutet in anderen Bereichen. Wo gehe ich hin, wenn ich eine Diskriminierung geltend machen möchte? Was muss ich dort beweisen? Und was sind die Rechtsfolgen, wenn eine Diskriminierung festgestellt wurde? Nun müssen Sie sich der Tatsache bewusst sein, dass die Entscheide des Europäischen Gerichtshofes, die ich Ihnen jetzt dann gleich kurz vorstellen werde, alles Vorabentscheidungsfälle sind. Das sind Fälle, die ein nationales Gericht dem EuGH vorlegt, mit der Bitte um Hilfe zur Auslegung des EU-Rechts. Und diese Fälle gehen nun nicht unbedingt systematisch durch alle diese Punkte hindurch, denn je nach Fall hat eben der nationale Richter, die nationale Richterin nur bestimmte Fragen und insofern können auch nur ganz bestimmte Fragen vielleicht vorkommen. Also nicht immer eine volle Analyse in der Realität, aber müssen Sie diese Analyse wirklich Schritt für Schritt durchgehen. Ich beginne mit dem relevanten Recht. Welches Recht, wenn überhaupt Recht, liegt vor? Aus diesen neueren Entscheidungen, um die es heute Morgen geht, möchte ich zuerst einen erwähnen, wo sich die Frage stellte, ist altes oder neues Recht relevant? Im Bereich der Geschlechterdiskriminierung haben wir eine lange Entwicklung des Rechtes gesehen, des Sekundärrechts seit den 70er Jahren. Und viel von diesem Recht wurde dann eben später durch neueres Recht ersetzt. Die gegenwärtig relevante Richtlinie ist die aus 2006, Nummer 54. In diesem Fall war es so, dass sich der Sachverhalt zum Teil in der Zeit vor dieser Richtlinie abspielte, bevor also diese Richtlinie voll anwendbar war, und zum Teil nachher. Und dementsprechend ist dann auch die Folge die, dass man zur Beantwortung der konkreten Fragen sowohl die alte oder auch die neue oder eben je nachdem nur die neue anwenden muss. Es war dann hier die alte Richtlinie, die man schließlich in diesem Falle anwenden musste. Also diese Frage müssen Sie sich dann auch immer stellen, aus welcher Zeit kommt ein Fall. Manchmal brauchen ja Fälle, bis sie beim EuGH landen, ziemlich lange. Und deswegen kann der Sachverhalt eine Anzahl Jahre zurückliegen.
Nun sind die beiden Richtlinien ähnlich von der Konzeption her. Es ist insofern materiell nicht ein großer Unterschied. Es kann sich auch die Frage stellen, ob nur eine oder vielleicht mehrere Richtlinien gleichzeitig anwendbar sind in einem Fall. Zum Beispiel in diesem Fall hier, da ging es um die Berechnungsmethode von Betriebsrenten für Teilzeitangestellte. Und der EuGH stellte fest, dass sowohl die Richtlinie über die Teilzeitarbeit als auch die Richtlinie über die Geschlechterdiskriminierung relevant sein kann. Die zweite nämlich, weil die Teilzeitbeschäftigung in diesem Falle laut nationalem Gericht mehrheitlich von Frauen ausgeübt wird. Dann haben Sie also Teilzeitarbeit an sich und Sie haben zugleich einen Geschlechterdiskriminierungsaspekt und die können dann zusammenkommen, sodass unter Umständen eben beides anwendbar ist. Es war auch noch die Frage gestellt, ob vielleicht eine Altersdiskriminierung vorliege. Der Sachverhalt war ziemlich unklar hier. Das wurde dann nicht weiter geklärt. Insgesamt ist das hier ein sehr technischer Fall, der, fand ich, im Ergebnis sehr viel offen lässt. Man lernt nichts wirklich wahnsinnig Konkretes. Ich werde ihn deswegen auch nicht weiter verfolgen, sondern einfach als Beispiel für diese Fragestellung erwähnen, welches Recht ist anwendbar. Bedenken Sie, es kann mehr als eine Richtlinie gleichzeitig sein, abhängig vom Fall. Ich möchte einen zweiten Punkt erwähnen. Es gibt einen Fall, und da geht es um die Rechtsdurchsetzung, nämlich die Beweislastverteilung. Ein Fall, wo eine Richtlinie auf eine andere verweist, sodass sozusagen beide gleichzeitig relevant sind. Im Fall Otero-Ramos ging es um die Einschätzung des Risikos, des Gesundheitsrisikos der Arbeit einer Notfallkrankenschwester im Spital mit Bezug auf das Stillen. Sie stillte ihr Baby und ihr Argument war, dass diese stressige Arbeit im Notfall negative Auswirkungen hat auf ihren Gesundheitszustand und sie wollte deswegen besondere Regelungen. Es stellte sich dann die Frage, ob jetzt der Arbeitgeber Dokumente, Beweismittel berücksichtigen musste, welche diese Dame ihm vorlegte zu den Gefahren ihrer Arbeitssituation. Der Arbeitgeber weigerte sich strikte, der stützte sich stattdessen auf ganz andere Dokumente und damit kam die Frage der Beweislast, was gilt jetzt, wer muss was beweisen. Es geht in erster Linie um die Richtlinie 9285 Gesundheitsschutz von Frauen, die werdende Mütter oder schon kürzlich gewordene Mütter oder stillende Mütter sind. Und da steht drin, dass eine spezifische Risikoeinschätzung aufgrund der individuellen Situation der Arbeitskraft erfolgen muss. Und jetzt kommt eben der Punkt. Dabei sind nun die Beweislastregeln einer anderen Richtlinie anwendbar, nämlich der Richtlinie 2006/54, wo es um Arbeit geht, also eine Diskriminierungsrichtlinie, im Gegensatz zu dieser 9285, die eine Gesundheitsschutzrichtlinie ist. In Artikel 19 der Richtlinie 2006/54 lesen Sie, dass die Beweislastregel dieser Richtlinie im Rahmen der anderen Richtlinie 9285 anwendbar ist, sofern in einem konkreten Fall die Frage einer Diskriminierung wegen des Geschlechtes angesprochen ist. Und das war hier natürlich genau das Argument. Also kam durch diese andere Richtlinie eben die Beweislastregelung in die Gesundheitsschutzrichtlinie hinein. Ich gehe einen Schritt weiter und der betrifft nun den Anwendungsbereich dieses ganzen Komplexes von Richtlinien, den ich vorher erwähnt habe. Wenn wir im sozialen Arbeitsrecht sind, dann ist der Anwendungsbereich dieser Gesetzgebung begrenzt, klarerweise begrenzt durch den Gegenstand, den wir vor uns haben. Es geht zum Beispiel um den Zugang zur Arbeit. Ich werde Ihnen diesen Fall noch näher schildern. Also bekommt man überhaupt eine Stelle? Kann man überhaupt sich für die Stelle bewerben und sie dann auch diskriminierungsfrei bekommen? Arbeitsbedingungen, wobei das ein äußerst weiter Begriff ist. Dazu gehört zum Beispiel der gerade erwähnte Fall, die Einschätzung des Gesundheitsrisikos der Arbeit, das dürfte offensichtlich sein. Es gehört aber auch dazu ein Fall wie jener über die Betriebsrenten. Das hat damit zu tun, dass zu den Arbeitsbedingungen auch die Entlohnung gehört, das Salär. Und dieser Begriff des Salärs ist eben in der Rechtsprechung des EuGH sehr, sehr weit gefasst worden. Alles, was irgendwie aus dem Arbeitsvertrag kommt als Entgelt,
gehört zum Begriff des Salärs einschließlich einer Betriebsrentenregelung unter Ausschluss einer staatlichen Sozialversicherung. Aber eine Betriebsrentenregelung gehört eben zum Salär und insofern auch zu diesen Arbeitsbedingungen. Entlassung gehört natürlich dazu, wenn jemand entlassen wird und dann argumentiert, das sei diskriminierend gewesen. Wenn wir vom sozialen Arbeitsrecht, Entschuldigung, und einen Fall haben wir, da geht es zugleich um Arbeit und Entlassung, ein bisschen eine besondere Konstellation, ich werde ihn Ihnen noch schildern. Wenn wir den sozialen Rahmen verlassen und zum Binnenmarktrecht gehen, freier Verkehr von Arbeitskräften, Arbeitnehmerfreizügigkeit, dann ist das Ganze ein bisschen breiter. Hier gilt ja ein Verbot der Diskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit für Wanderarbeitskräfte. Und dann, wir werden das auch noch später an einem konkreten Fall sehen, gibt es eine Verordnung, welche im Detail schildert, was denn nun der Anwendungsbereich dieses Verbotes ist. Und dann sehen Sie dann gehört zum Beispiel auch eine Leistung dazu, die bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers geschuldet wird oder sogar finanzielle Studienbeihilfen für die Kinder. Das funktioniert durch einen Begriff, zu dem wir nachher noch kommen, die sozialen Vergünstigungen, auf welche dann eben in welchem Bereich diese Arbeitnehmer ein Recht auf Gleichbehandlung haben. Wenn wir das relevante Recht haben, wenn wir herausgefunden haben, dass ein Fall in den Anwendungsbereich dieses Rechtes fällt, dann kommt eben als nächstes die Frage, liegt nun wirklich eine Diskriminierung vor? Ich sagte vorher, erster Schritt, scheint eine Diskriminierung vorzuliegen, prima facie, Anscheinsdiskriminierung. Zweiter Schritt, kann sie gerechtfertigt werden? Hier müssen wir uns nochmals klar machen, dass es verschiedene Diskriminierungsgründe gibt und für alle diese Gründe stellt sich dann die Frage, was heißt denn das? Was heißt zum Beispiel Geschlecht, Religion, Behinderung? Erstens einmal haben wir grundsätzlich eine begrenzte Zahl von Gründen. Wenn wir an alle diese Maßnahmen denken, die ich vorher erwähnt habe, die sind nur für eine bestimmte Anzahl von Gründen. Eine Ausnahme: Wenn wir auf die höhere Ebene gehen, das Primärrecht der Europäischen Union, Artikel 21 der Grundrechtecharta, da ist die Rede von Diskriminierungen insbesondere, das heißt, es kommt jetzt nur eine Reihe von Beispielen, aber eine ganz lange, insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, ethnischen oder sozialen Herkunft, genetischen Merkmale, etwas, was sonst nirgendwo vorkommt im EU-Recht, und so weiter und so fort. Sie sehen eine lange Liste. Das hier ist offen. Ich werde Ihnen einen Fall zeigen, wo es um die Grundrechtecharta geht in dieser neueren Rechtsprechung. Wir haben in diesen neuen Fällen kaum Probleme mit dem Begriff der Diskriminierungsgründe an und für sich. Wir haben zum Beispiel diesen Oteros-Ramos-Fall mit der Notfallkrankenschwester, wo es um Schwangerschaft und Mutterschaft ging, und um Stillen. Und es war völlig klar, dass das mit dem Geschlecht zusammenhängt. Da gibt es klare alte Rechtsprechung und das steht heute auch klarerweise in der Gesetzgebung. Also damit hatte man nicht wirklich Probleme. Zwei weitere Fälle äußern sich dann noch zum Begriff des befristeten Arbeitsverhältnisses und zum Begriff der Behinderung. Das werde ich dann behandeln, wenn wir zu diesen Fällen kommen. Wir haben im EU-Recht verschiedene Formen der Diskriminierung. Hier gehe ich jetzt also weg vom Diskriminierungsgrund hin zu verschiedenen Arten oder Formen von Diskriminierungen. Das neuere EU-Sozialrecht verbietet erstens die direkte oder unmittelbare Diskriminierung, die indirekte oder mittelbare Diskriminierung, die Belästigung und die Anweisung zu diskriminieren. Wir werden in unseren Fällen vor allem die direkte und die indirekte Diskriminierung sehen. Das ist im Sozialrecht. Wenn Sie ins Binnenmarktrecht gehen, Arbeitnehmerfreizügigkeit, dann haben Sie nur die direkte und die indirekte Diskriminierung. Und die steht nicht mal so in den Gesetzestexten, sondern die basiert auf EuGH-Rechtsprechung. Dafür haben Sie dann hier noch etwas dazu, was heute nicht in unser Thema fällt. Es gibt nämlich neben dem Verbot der Diskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit auch noch ein weitergehendes Verbot von Beschränkungen im Binnenmarktrecht. Also dort haben Sie ein breiteres Spektrum auf eine andere Art und Weise.
Heute haben wir in der Praxis wenig Fälle von direkten oder unmittelbaren Diskriminierungen. Wie Sie sehen werden, betrifft das vor allem das Alter, ein Diskriminierungsgrund, der heute noch in vielen unserer Gesetzgebungen einfach ganz selbstverständlich verwendet wird für allerlei Unterscheidungen. Und diese Fälle, die führen dann oft zur Frage, liegt hier eine unmittelbare Diskriminierung vor? Warum ist der Unterschied wichtig aus praktischer Sicht? Weil im Allgemeinen für die direkte Diskriminierung strengere Rechtfertigungsregeln gelten. Grundsätzlich kann man eine direkte Diskriminierung nur rechtfertigen aufgrund von ausgewählten Gründen, welche in diesen Richtlinien ausdrücklich genannt werden. Währenddem für die indirekte Diskriminierung haben wir ein breiteres Konzept der objektiven Rechtfertigung. Ich werde Ihnen sogleich Fälle zeigen, wo das hoffentlich alles ein bisschen konkreter wird. Und dem wenden wir uns jetzt zu. Wir kommen zu einem ersten Fall, da geht es um die unmittelbare Diskriminierung im Fall Bordonaro. Der Sachverhalt war folgendes. Es ging um Gelegenheitsarbeitsverträge für Personen, die noch nicht das 25. Altersjahr vollendet haben. In Italien, diese Stellen wurden extra geschaffen für junge Personen, aber eben nur bis 25. Herr Bordonaro erhielt eine solche Stelle und dieser Vertrag wurde dann auch automatisch beendigt, als er eben 25 Jahre alt wurde. Er klagte dann und sagte, das ist doch eine offensichtliche Altersdiskriminierung, ich werde entlassen, kaum bin ich 25. Frage also an den EuGH. Und da stellte sich dann eben die Frage, ist das eine unmittelbare Diskriminierung? Hier haben Sie die Legaldefinition, wie wir sie in der relevanten Richtlinie finden. Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Person wegen eines der in Artikel 1 genannten Gründe, dazu Alter, in einer vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. Was sagte der EuGH? Der EuGH sagte zuerst einmal, klar ist, dass Herr Bordonaro ein Arbeitnehmer ist im Sinne der Binnenmarktrechtsprechung. Hier können Sie einen Link machen zu dem, was wir heute Morgen in der ersten Präsentation gehört haben, die Definition nach dem berühmten Lori-Bloom-Entscheid, die eben generell in allen diesen Bereichen gilt. Das war also klar, er war Arbeitnehmer. Es war auch klar, dass er wegen des Alters ungleich behandelt wurde. Also sagen wir, die unter 25 und daneben die ab 25, die wurden unterschiedlich behandelt. War es eine vergleichbare Situation? Der Gerichtshof fand ja, weil es Gelegenheitsarbeitsbeschäftigte auch in anderen Altersstufen gab. Also das war insofern auch klar. Und dann kam die große Frage, okay, das scheint jetzt eine direkte Diskriminierung zu sein, kann man das nun rechtfertigen? Italien sagte, dass es diese Stellen eingeführt hatte, um Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen. Das Problem sei, so führte Italien aus, dass viele junge Leute gar nie eine Stelle finden und damit dann einfach gar nicht mehr anstellbar sind, wegen fehlender Berufserfahrung. Und das Ziel dieser Stellen sei, eine Einstiegsstelle zu ermöglichen, in der Hoffnung, dass die Personen so eben berufliche Erfahrung bekommen und dann aus dieser Position bessere Chancen haben, später andere Stellen zu finden. Und jetzt kommt sozusagen die Ausnahme zu dem, was ich vorher sagte. Ich sagte ja, für direkte Diskriminierungen kann man eben meistens nur in einem ganz engen Sinne rechtfertigen, in dem, was in den Richtlinien steht. Für die Altersdiskriminierung gilt eine Ausnahme. Es gibt den berühmten Artikel 6 Absatz 1 in dieser Richtlinie. Er ermöglicht eine objektive Rechtfertigung, also eine weit gefasste, nicht näher definierte Rechtfertigung, solange es nur im Interesse von sozial- und beschäftigungspolitischen Zielen ist. Und das können Sie eben auch verwenden für die direkte, die unmittelbare Altersdiskriminierung. Das musste nun der EuGH anwenden. Und er sagte Folgendes zu diesem Artikel 6.1, er sagte, zuerst müssen wir schauen, haben wir hier ein legitimes Ziel. Und er war der Meinung, dass das Ziel, die Situation jüngerer Menschen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern, um ihre berufliche Eingliederung zu fördern oder ihren Schutz sicherzustellen,
legitim sei. Das hatte er schon in früheren Fällen zum Ausdruck gebracht. Dann kam als nächster Schritt, wenn man ein legitimes Ziel hat, die Frage der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme. Das bedeutet im EU-Recht, die getroffene Maßnahme muss geeignet sein zur Erreichung des Zieles und sie darf nicht weitergehen, als was notwendig ist zur Erreichung dieses Zieles. Der EuGH führte aus, dass die Situation eines Arbeitnehmers, der jünger als 25 Jahre ist, und der aufgrund eines flexiblen, befristeten Arbeitsvertrages wie dieses Gelegenheitsarbeitsvertrages Zugang zum Arbeitsmarkt finden kann, dass diese Situation im Kontext einer andauernden Wirtschaftskrise und eines schwachen Wachstums der Situation vorzuziehen sei, in der sich eine Person befindet, die überhaupt beschäftigungslos ist. Also mit anderen Worten, Sie sehen hier vielleicht zum ersten Mal in diesem Rechtsbereich eine Argumentation, welche zu tun hat mit der Wirtschaftskrise und mit der Jugendarbeitslosigkeitskrise, welche wir ja gerade aus gewissen, vor allem südeuropäischen Ländern als riesiges Problem kennen. Also hier hat der EuGH in seiner Abwägung dann eben gesagt, es geht letztlich, weil es besser ist, wenn ich es ein bisschen untechnisch sage, eben einigen Personen diesen Einstieg zu ermöglichen, als überhaupt keine Möglichkeiten zu gewähren. Das bedeutet im rechtlichen Kontext, dass hier letztlich in der Auffassung des Europäischen Gerichtshofes eben keine Diskriminierung vorliegt. Zwar war es eine klare Ungleichbehandlung, zwar hatten wir vergleichbare Situationen, aber in der Einschätzung des Gerichtshofes gab es eine Rechtfertigung. Ich komme zu einem nächsten Fall, immer noch eine direkte Diskriminierung, der Fall John eines Lehrers. Ein Lehrer, der ein ganzes Berufsleben durchlaufen hat und der dann bei Erreichung der Regelaltersgrenze, das bedeutet Pensionsalter, eben entlassen wurde. Er hat dann den Antrag gestellt, noch ein bisschen weiter beschäftigt zu werden. Das wurde dann gewährt bis zum Ende des Schuljahres, also dass nicht gerade mitten sozusagen im Semester das Ganze aufhörte. Er wollte aber noch länger arbeiten und das ging dann nicht mehr. Also wurde ein Gerichtsfall daraus. Dem EuGH wurden wiederum Fragen vorgelegt. Ist dies ein Fall einer Altersdiskriminierung? Und ganz interessant, das habe ich noch nie gesehen, die Frage, wenn man jemanden anstellt bis zum Pensionsalter, ist das dann ein befristeter Arbeitsvertrag? Das haben Sie wahrscheinlich auch noch nie so überlegt, oder? Bin ich befristet angestellt, einfach weil ich arbeiten darf, bis ich pensioniert werde? Das ist ja technisch gesehen eigentlich eine Befristung. Und wie ist denn das, wenn ich das noch ein bisschen verlängere und hinausschiebe mit diesem Entgegenkommen, was ist dann das rechtlich? Sehr interessanter Fall meiner Meinung nach. Der Gerichtshof schaute die Richtlinie 2078 an, also wiederum die gleiche wie vorher, und sagte, es könnte, Entschuldigung, nicht eine direkte, sondern eine mittelbare Diskriminierung wegen des Alters vorliegen. Entschuldigung, das war jetzt falsch. Und zwar sagte er, an sich ist, ich glaube, ich habe mich getäuscht, eine unmittelbare, es ist ja eine klare Altersgrenze für das, was wir dann später aufschalten. Ich bitte um Entschuldigung. Eine unmittelbare Diskriminierung mit dem Pensionsalter. Automatische Beendigung, sagte der Gerichtshof, ist an sich gerechtfertigt. Es gibt da lange vorherige Rechtsprechung, weil diverse Leute schon geklagt haben, dass dieses offizielle Pensionsalter eigentlich eine Altersdiskriminierung sei. Der Gerichtshof hat dann immer erklärt, es ginge schon, weil man müsse die Arbeitskohorte durchmischen und Chancen für die jüngeren Arbeitskräfte und so weiter. Also an sich ist das kein Problem. Der Gerichtshof fand auch, dass dieser Verlängerungsmechanismus, sogar wenn er mehrfach angewendet würde, kein Problem sei, denn, so der Gerichtshof, das sei ja eigentlich eine günstige Modalität, also das komme dem Arbeitnehmer noch ein bisschen entgegen. Und beide müssen da übereinstimmen, das sei insofern auch kein Problem. Also soweit zur Frage der Altersdiskriminierung. Und jetzt kommt noch diese Frage des befristeten Arbeitsvertrages. Das ist nun eine Richtlinie, die ein bisschen anders ist. Sie basiert auf einem Rahmenvertrag der Sozialpartner, der dann durch EU-Recht umgesetzt wird. Und wir haben das auch schon angedeutet vorher,
Solche Richtlinien, auch in diesem Falle, verbieten zwei Dinge: den Missbrauch von befristeten Arbeitsverhältnissen, aber auch die Ungleichbehandlung wegen dieses Kriteriums. Sie müssen da bei diesen Fällen dann immer fragen, was ist es, das eine oder das andere, wenn überhaupt etwas davon. Ist es ein befristetes Arbeitsverhältnis? Die Richtlinie verweist hier auf die Definitionen des nationalen Rechts zurück. Trotzdem gibt der EuGH einige Hinweise. Er sagt zuerst einmal, dass ein Arbeitsverhältnis, das erst mit dem Regelpensionsalter endet, der Sache nach ein festes Beschäftigungsverhältnis sei. Also nicht diese kreative Argumentation, wir hätten dann hier doch eigentlich eine Befristung. Er sagte dann auch, und das ist sehr sorgfältig formuliert, es scheine nicht ausgeschlossen, dass die in der streitigen Bestimmung vorgesehene Verschiebung als bloße vertragliche Verschiebung des ursprünglich vereinbarten Rentenalters aufzufassen sei. Also auch dann noch keine befristete Sache im technischen Sinne. Es kommt dann hier, wenn man weitergeht im Entscheid, geht es dann um die Frage eines Missbrauches und nicht der Diskriminierung. Die Frage, ob hier allenfalls ein Missbrauch vorliege, das ist nicht das, was wir hier vertiefen müssen. Sie sehen also, dass auch in diesem Fall letztlich nach den Hinweisen des EuGH keine Diskriminierung vorlag. Ich komme jetzt, ich hoffe, dass ich Sie nicht zu sehr verwirrt habe, tatsächlich zur mittelbaren oder zur indirekten Diskriminierung. Wir kommen zu einem Fall, wo es um die Geschlechterdiskriminierung geht, aus Griechenland. In Griechenland gab es in diesem Fall eine Regelung, dass, wenn man Polizeibeamter oder Polizeibeamtin werden wollte, man mindestens 1,70 groß sein musste. Das ist zwar nicht sehr groß, ich bin 1,64 groß, also ein klein bisschen größer als ich, aber Sie sehen natürlich sofort das Problem. Es ist nämlich eine Regelung, welche für Männer und Frauen gleichermaßen galt, für diese Art von Polizeibeamten. Und diese Dame, die Frau Kaliri, die wurde dann eben gar nicht erst zugelassen zum Einstellungsverfahren, weil sie gerade ein bisschen kleiner war. Und sie sagte dann, ja, wenn man Frauen im Durchschnitt anschaut, im Vergleich zu Männern im Durchschnitt, dann tendieren die eben dazu, im Durchschnitt ein bisschen kleiner zu sein. Also ist das doch ein Argument oder ein Kriterium, was Frauen eben mehr benachteiligt. Das könnte eine mittelbare Diskriminierung sein. Hier haben Sie die Definition der mittelbaren Diskriminierung in der entscheidenden Richtlinie. Es geht um dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren. Und die können Personen, die einem Geschlecht angehören, in besonderer Weise gegenüber Personen des anderen Geschlechtes benachteiligen. Es sei denn, man hätte eine Rechtfertigung. Beachten Sie übrigens den altmodischen Ansatz dieser Richtlinie, die noch davon ausgeht, dass es einfach zwei Geschlechter gibt, was natürlich der Realität, der biologischen Realität unserer Gesellschaft gar nicht entspricht. Aber wir leben noch in einem binären System in unserer EU-Gesetzgebung. Nicht up to date, würde ich sagen. Okay. Was macht jetzt der EuGH damit? Er äußert sich zuerst einmal zu dieser indirekten Diskriminierung, ruft ständige Rechtsprechung in Erinnerung und sagt, es geht eben darum, dass eine Maßnahme zwar neutral formuliert ist, in ihrer Anwendung aber eine sehr viel höhere Zahl von Frauen als von Männern benachteiligt im Kontext des Geschlechtes. Sie können das übersetzen auf alle anderen Diskriminierungsgründe. Hier, wir haben es schon gesagt, Frauen sind im Vergleich, im Durchschnitt klar benachteiligt. Deswegen sieht es hier tatsächlich nach einer prima facie indirekten Diskriminierung aus. Nun kommt wiederum die Frage der objektiven Rechtfertigung. Kann man jetzt anführen, wie das eben Griechenland tat, es ginge hier um die effiziente Aufgabenerfüllung durch die Polizei. Und deswegen müsse man eine bestimmte Größe haben. Ja. Der EuGH war letztlich nicht überzeugt. Er fing aber damit an, dass er sagte, das Bemühen, die Einsatzbereitschaft und das ordnungsgemäße Funktionieren der Polizei zu gewährleisten, stelle an sich ein rechtmäßiges Ziel dar. Ja, das können wir nicht bestreiten. Ja.
Die Frage ist dann aber, was heißt es in Praxis? Und hier war eben das Interessante, dass die griechische Regelgebung nicht wirklich konsistent bzw. nicht überzeugend war. Zum einen galt früher unterschiedliche Größenanforderungen für Frauen und Männer für die reguläre Polizei. Also Frauen konnten 5 cm kleiner sein im Durchschnitt. Und dann kam noch dazu, dass für die Armee, die Hafenpolizei und die Küstenpolizei auch heute noch unterschiedliche Größen galten und Frauen müssen da sogar nur 1,50 groß sein. Das ist nun wirklich nicht sehr groß. Meine Mutter war etwa 1,50, das ist so. Also Sie sehen, es war dann nicht sehr logisch zu sagen, die Hafenpolizei muss nur 1,50 sein, aber die reguläre Polizei, da muss jede Frau 1,70 sein. Und deswegen, ich finde das ein schöner Fall, man kann sich etwas vorstellen, deswegen sagte dann der EuGH, das deutet doch sehr klar darauf hin, dass diese Regelung eben nicht gerechtfertigt ist. Es ist nicht logisch, das nur an einem Punkt so zu machen und dann nichts weiter Überzeugendes dazu hinzuzufügen. Wir kommen zu einem Fall, wo es um die Behinderung geht. Wiederum indirekte Diskriminierung, der Fall Ruiz Gonojero. Es geht um einen Herrn, der als Reinigungskraft arbeitete und der unter einer Teilbehinderung litt, zum größten Teil wegen der sehr bekannten Krankheit Adipositas, Fettleibigkeit, eine endokrine Stoffwechselkrankheit. Das Problem ist, dass Personen mit dieser Krankheit sehr oft viele Folgekrankheiten haben. Das zeigt hier das Bild, das Sie sehen. Also schwere Übergewichtigkeit kann alles mögliche andere eben auch belasten. Und das war auch hier so. Er hatte Gelenkprobleme, Polyarthrose, allerlei Dinge, die sich eben durch diese Schwergewichtigkeit verschlimmerten. Und deswegen war er immer wieder krankheitshalber abwesend. Schließlich wurde er entlassen, weil die vielen Fehlzeiten sich summierten und er damit sozusagen das Höchstmaß überschritt, wo das Gesetz sagte, dann kann man dann jemand entlassen. Er geht vor Gericht, der Fall kommt vor den EuGH. Es stellt sich zuerst einmal die Frage, kann eine Adipositas und ihre Folgeerscheinungen eine Behinderung darstellen? Hier kann der Gerichtshof zurückweisen auf frühere Rechtsprechung. Heute gilt hier eine Definition, die Sie hier sehen. Es geht um eine Einschränkung von Fähigkeiten, die unter anderem auf langfristige physische, geistige, psychische Beeinträchtigungen zurückzuführen ist, die den Betreffenden in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen und wirksamen Teilhabe am Berufsleben unter Gleichstellung mit den übrigen Arbeitnehmern hindern können. Das ist eine Definition, die im Übrigen dem Völkerrecht auch entspricht heute. Am Anfang war das EU-Recht ein bisschen weniger fortschrittlich. Unter diese Definition kann auch ein Adipositas-Fall wie der vorliegende fallen. Aber beachten Sie, es geht nicht nur um die Adipositas an sich, sondern es geht um diese Wechselwirkung mit Barrieren. Also nur wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind, sprechen wir tatsächlich von einer Behinderung. Wenn dem denn so ist, dann stellt sich wieder die Frage nach der direkten oder der indirekten Diskriminierung. Hier ging es um Fehlzeiten. Die Regelung war für alle Arbeitnehmenden gleich. Fehlzeiten, das ist nicht direkt etwas mit Behinderung, aber Sie können sich logisch vorstellen, behinderte Menschen werden wegen ihrer gesundheitlichen Beeinträchtigungen unter Umständen hier ein größeres Risiko haben. Also sagte der Gerichtshof, jawohl, wir haben hier prima facie eine indirekte Diskriminierung wegen der Behinderung. Kann man diese Behandlung rechtfertigen? Gibt es einen sachlichen Grund? Zuerst einmal sagte der Gerichtshof, ein weites Ermessen der Mitgliedstaaten liegt vor. Kampf gegen Absentismus am Arbeitsplatz ist akzeptabel als beschäftigungspolitische Maßnahme, als Grundsatz. Man muss dann aber herausfinden, ob das getroffene Mittel, nämlich diese Höchstzeiten im Gesetz, die dann eine Entlassung rechtfertigen, ob dies ein angemessenes und notwendiges Mittel sei. Und hier gibt zwar der EuGH so ein paar allgemeine Hinweise, was man da alles prüfen könnte, er schiebt aber letztlich den Fall zurück zum nationalen Gericht und sagt, ihr müsst das im Lichte der Umstände näher anschauen. Und was dann am Schluss als Ergebnis herauskommt, ist, wie ich finde, ein relativ kryptischer Befund. Ich werde ihn Ihnen nicht vorlesen.
wo man am Schluss nicht wirklich Klarheit hat, was das jetzt für diesen Fall bedeutet. Denn eben, wie gesagt, die Antwort geht zurück ans nationale Gericht und das muss das Ganze dann anwenden. Wie Sie am Schluss sehen, dies zu prüfen ist Sache des vorliegenden Gerichts. Sonst ist der EuGH nicht immer sehr schüchtern, um ganz klare Hinweise zu geben. Hier macht er es nicht. Wir kommen zurück zu unserer Dame, die als Notfallkrankenschwester arbeitete. Die Gesundheitsrisiken einer Notfallkrankenschwester, die stillt. Wir kommen jetzt auch zu einem anderen rechtlichen Thema, nämlich zur Rechtsdurchsetzung. Wie gesagt, es ging hier um die Frage der Beweisregeln. Diese Beweisregeln der Richtlinie über die Geschlechterdiskriminierung zur Arbeit, die hier auch gültig war im Zusammenhang des Gesundheitsschutzes von einer stillenden Arbeitnehmerin, sofern die Frage einer Diskriminierung wegen des Geschlechtes angesprochen ist. Es gibt dann in dieser Richtlinie eine Umkehr der Beweislast. Ich bin sicher, das ist Ihnen bekannt. Ich habe es rot hervorgehoben. Wenn die Klägerin in unserem Fall Tatsachen glaubhaft machen kann, die das Vorliegen einer unmittelbaren oder mittelbaren Diskriminierung vermuten lassen, dann geht die Beweislast auf die andere Seite. Dann muss der beklagte Arbeitgeber beweisen, dass keine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes vorgelegen hat. In unserem Fall, zuerst also die Frage, geht es hier um eine Geschlechterdiskriminierung? Der Gerichtshof sagte, wird das Risiko dieser stillenden Arbeitnehmerin nicht gemäß den Anforderungen der Richtlinie beurteilt. Ich sagte ja vorher, man muss konkret den Fall anschauen, die Situation anschauen, das analysieren. Wenn das nicht gemacht wird, dann liegt nach EuGH eine ungünstigere Behandlung einer Frau wegen Mutterschaft vor und damit klarerweise eine unmittelbare Diskriminierung. Jetzt, wo wir das gesagt haben, wissen wir, aha, jetzt gilt die Beweislastregel eben dieser Diskriminierung. Nun sagt der EuGH, Achtung, die Beweislastregel gilt nicht gegenüber dem Arbeitgeber, sondern vor Gericht. Also jetzt, wo wir vor Gericht sind, da geht es jetzt darum, wer muss was beweisen. Hier war es so, dass Frau Otero Ramos ein Beweismittel vorgelegt hatte, nämlich ein Schreiben der Notfallleiterin, und das sagte, dass es eigentlich doch eben ein Risiko gab. Die Risikobeurteilung durch die Arbeitgeberin, die völlig allgemein war, nicht den Einzelfall anschaute, war überhaupt nicht gleich. Eine spezifische Prüfung hatte die Arbeitgeberin offenbar eben nicht vorgenommen. Und der Gerichtshof sagte, in dieser Situation bedeutet das nun eben, dass wegen des Schreibens von Frau Otero Ramos, ihrer Notfallleiterin, die Beweislast auf die andere Seite geht. Es muss jetzt die Arbeitgeberin das Ganze näher beweisen. Jetzt machen wir einen großen Schritt. Weg von diesem Sozialrecht mit diesen vielen Gründen und vielen Richtlinien hin zu einem Fall, wo es um die Grundrechtecharta geht. Es geht im Fall Fries um einen Piloten. Der arbeitete bei der Lufthansa und die wollte ihn ab 65 nicht mehr beschäftigen. Und das Problem war nun hier nicht nationales Recht in erster Linie, sondern vielmehr eine EU-Verordnung aus dem Bereich der Luftfahrt. Eine Verordnung über die Festlegung technischer Vorschriften und Verwaltungsverfahren, und die sagte, dass ein Inhaber einer Pilotenlizenz, der das Alter von 65 Jahren erreicht hat, nicht mehr als Pilot im gewerblichen Luftverkehr tätig sein muss. Für das Alter 60 bis 64 war das möglich, aber mit Einschränkungen. Nun ging Herr Friss vor Gericht und verlangte eine Vergütung wegen seiner Entlassung. Das Bundesarbeitsgericht wendet sich an den EuGH und die Frage war nun die, nebst vielen anderen, haben wir hier eine Diskriminierung wegen des Alters? Also mit anderen Worten, diskriminiert das EU-Recht selber auf der Stufe der Verordnung aufgrund des Alters? Der EuGH sagte, naja, wir wissen ja, es gibt einen allgemeinen Grundsatz der Gleichbehandlung des Unionsrechts, der ist in Artikel 20 in der Charta niedergelegt. Und Artikel 21, Sie haben ihn vorher gesehen, zählt dann alle möglichen Diskriminierungen auf, welche gar nicht sein dürfen. Und das ist dann eine besondere Ausprägung des Grundsatzes.
Hier kommt etwas, was wir schon seit Jahrzehnten wissen. Der allgemeine Grundsatz verlangt, dass vergleichbare Sachverhalte nicht unterschiedlich und unterschiedliche Sachverhalte nicht gleich behandelt werden, es sei denn, es gäbe eine objektive Rechtfertigung. Der EuGH sagt, dass wir hier klarerweise einen Fall der Ungleichbehandlung haben. Das Ganze ist nämlich ungünstiger für Piloten, die eben 65 und älter sind. Aber, und das ist nun interessant, wenn wir eine Altersdiskriminierung haben, würden wir normalerweise sagen, gibt es jetzt eine objektive Rechtfertigung, auch nach dieser Formel. Der EuGH schaut aber stattdessen eine besondere Regel nach der Charta an, den Artikel 52, denn da steht, wenn man eine Einschränkung dieser Rechte gesetzlich vorsieht, wenn man den Wesensgehalt des Grundrechts achtet, wenn man verhältnismäßig bleibt, dann kann eine Einschränkung eben unter Umständen zulässig sein. Also der EuGH prüft jetzt diesen Fall vor diesem Hintergrund. Er verweist dann auf frühere Rechtsprechung zu Piloten im Rahmen der Richtlinie 2078, wo er sagte, es geht nicht. Aber damals war das Alter auch deutlich tiefer. Wenn ich mich recht erinnere, ging es um 55 Jahre, ob man noch als Pilot arbeiten durfte oder nicht. In Fries sieht der Gerichtshof es anders. Er sagt, es erscheint uns nicht unvernünftig, dass der Unionsgesetzgeber letztlich diese Regelung getroffen hat. Sie können das Technische hier selber nachlesen. Es erscheint dem EuGH nicht unvernünftig, was der EU-Gesetzgeber hier gemacht hat. Grenze von 65 Jahren. Der EU-Gesetzgeber habe ein weites Ermessen im Hinblick auf komplexe Fragen medizinischer Art. Es gebe ein Vorsorgeprinzip. Und letztlich sei das Ganze dann eigentlich in Ordnung. Keine Verletzung von Artikel 21 der Grundrechtecharta. Die Verordnung kann also überleben. Keine Diskriminierung. Naja, Sie können jetzt interessante Vergleiche anstellen, ob der EuGH vielleicht bei der Beurteilung der eigenen EU-internen Gesetzgebung weniger streng ist, als er es ist, wenn man im Sozialrecht das Verhalten der Mitgliedstaaten anschaut. Ich überlasse das Ihren Überlegungen und komme zum letzten Fall. Da möchte ich den Schritt wegmachen zum Binnenmarktrecht, denn vergessen Sie nicht, das Verbot der Diskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit ist ja auch ein Verbot, was eben Arbeit betrifft. Der Fall Eschenbrenner betrifft einen Grenzgänger französischer Staatsangehörigkeit. Er wohnt in Frankreich, arbeitet in Deutschland und ist auch dort für seinen Lohn steuerpflichtig. Sein Arbeitgeber wird zahlungsunfähig und erhält dann in Deutschland Insolvenzgeld. Nun klagt er aber gegen die Deutsche Bundesagentur für Arbeit, weil bei der Festsetzung dieses Insolvenzgeldes die deutsche Lohnsteuer, wenn er jetzt deutsche Lohnsteuer hätte zahlen müssen, mit berücksichtigt wird. Das Insolvenzgeld selber ist steuerfrei. Ein wenig technisch das Ganze, aber Sie erinnern sich, er wohnt eigentlich in Frankreich, arbeitet aber in Deutschland und jetzt geht es eben um gewisse deutsche Regelungen. Er sagt, das sei eine Diskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit. Das Landessozialgericht wendet sich an den EuGH und da ist das relevante Recht nun der Artikel 45 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Er verbietet Diskriminierungen wegen der Staatsangehörigkeit. Ich sagte schon, nicht nur das, sondern auch Beschränkungen. Aber er verbietet Diskriminierungen gegenüber Wanderarbeitskräften in Bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingungen. Es gibt diese bereits erwähnte Verordnung 492/2011, die konkretisiert diesen Anwendungsbereich. Vor allem Artikel 7 ist da entscheidend. Dort werden unter Umständen unter anderem steuerliche und soziale Vergünstigungen erwähnt. Wie weit das geht, habe ich schon angedeutet, inklusive zum Beispiel Studienbeihilfen für Kinder. Der EuGH sagt, das ist genau, worum es hier geht. Der Nationale Gerichtshof hat schon festgestellt, dass dieses Insolvenzgeld eine soziale Vergünstigung ist. Wir sind also im Anwendungsbereich des Verbotes.
Es darf keine, es liegt hier aber, sagt der EuGH, keine direkte Diskriminierung vor, denn die Unterscheidung wird ja nicht gemacht nach der Staatsangehörigkeit, sondern vielmehr danach, ob der Arbeitnehmer in Deutschland steuerpflichtig ist oder nicht. Könnte es denn eine indirekte Diskriminierung sein? Hier ruft der EuGH in Erinnerung, dass alle mittelbaren Formen der Diskriminierung auch verboten sind, wenn man andere Kriterien verwendet, die aber tatsächlich zum gleichen Ergebnis führen. Ich deutete schon an, im Binnenmarktrecht beruht das ausschließlich auf Rechtsprechung. Das steht nicht so im Artikel 45. Das Sozialrecht ist viel entwickelter. Der EuGH findet dann und schreibt auch allgemein, eben wenn sich eine Vorschrift ihrem Wesen nach stärker auf Wanderarbeitnehmer als auf inländische Arbeitnehmer auswirken kann, wenn die Gefahr besteht, dass sie Wanderarbeitnehmer besonders benachteiligt, dann schaut es nach einer indirekten Diskriminierung aus, es sei denn, man hätte wie immer eine objektive Rechtfertigung. Haben wir eine Ungleichbehandlung? Wird ein Grenzgänger wie Herr Eschenbrenner gegenüber einer in Deutschland arbeitenden und wohnhaften Person bei sonst gleichen Bedingungen benachteiligt? Wer in Deutschland arbeitet und wohnt, bezieht Insolvenzgeld in einer Höhe, die grundsätzlich dem bisherigen Nettoarbeitsgeld entspricht. Anders für Herr Eschenbrenner. Weil sein früheres Arbeitsentgelt im Vergleich zu Deutschland einer niedrigeren französischen Steuer unterstand, theoretisch, bedeutete der Abzug der fiktiven Steuer, dass sein Insolvenzgeld nicht dem bisherigen Nettoarbeitsgeld entsprach. Also man musste konkret schauen, wie sind die Verhältnisse. Und nun kommt noch eine Komplexität, es geht hier um Steuerrecht. Es gibt ein Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Frankreich. Für dieses Insolvenzgeld, für die Besteuerung ist Deutschland zuständig. Man muss dann also die steuerrechtliche Praxis des EuGH heranziehen im Rahmen unseres Diskriminierungsfalles. Dort gibt es keine Harmonisierung. Wir haben nicht einheitliches Steuerrecht für die Einkommensteuer. Der Gerichtshof sagt dann, wegen der unterschiedlichen Steuersätze der Mitgliedstaaten kann die Entscheidung eines Arbeitnehmers, seine Freizügigkeit in Anspruch zu nehmen, in steuerlicher Hinsicht je nachdem günstiger sein oder weniger günstiger. Hier ist sie weniger günstig. Es gibt dann so ein steuerrechtliches Mantra des EuGH, wo er immer sagt, die Mitgliedstaaten müssen ihre Befugnisse im direkten Steuern, Bereich der direkten Steuern, unter Wahrung des Unionsrechts ausüben, insbesondere der Grundfreiheiten, aber das EU-Recht steht nicht den nachteiligen Auswirkungen entgegen, die sich aus unterschiedlichen Steuersätzen in den Mitgliedstaaten ergeben. Deswegen schließt der Gerichtshof, wir hätten hier keine Verletzung von Artikel 45 oder von Artikel 7 der Verordnung, weil die strittige Regelung das ungleiche Ergebnis lediglich von den Unterschieden in den Steuersätzen abhänge. Was Sie hier haben, ist ein in meinen Augen interessantes, aber auch komplexes Zusammenspiel von verschiedenen Aspekten. Steuerrechtliche Besonderheiten, Zuteilung der Steuerhoheit und dann um einen Ansatz, den wir zum Beispiel auch aus dem EU-Wettbewerbsrecht kennen. Unterschiedliche Behandlung, welche sich ergibt aus Unterschieden in verschiedenen nationalen Rechtssystemen ist keine Diskriminierung. Das wissen wir praktisch seit den 60er Jahren. Und damit komme ich zum Ende. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus